Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag heute am Freitag der 14. Kieler Linux-Tage. Nach dem Vortrag über Tine 2.0 von Cornelius gibt es dann unten das Community-Grillen. Das ist auf den alten Programmplänen erst um 18 Uhr eingetragen, aber wir werden den Grill bestimmt schon um 17 Uhr anfeuern. Denn die Regel ist normalerweise, nach dem letzten Vortrag wird gegrillt. Einige haben sich jetzt schon gerade noch Salat geholt, sehe ich gerade. Die können aber auch gerne noch ein Würstchen nachlegen. Und auf dem Einladungsflyer hat Tuck sogar eine Karotte, die er grillt. Also von daher auch für die Vegetarier jetzt dann irgendwie gesorgt. Ja, von daher möchte ich gar nicht lange dich jetzt abhalten. Cornelius, du hast die Bühne. Viel Spaß mit Tine 2.0 Gutwehr. Ja, danke schön. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Darf ich kurz fragen, wer setzt Tine 2.0 ein und ist Kenner? Wer hat noch gar keine Ahnung, was das ist? Alles klar. Gut, dann versuche ich da so ein bisschen drauf einzugehen und nicht zu schnell drüber wegzuhasten, weil der Vortrag heißt der aktuelle Stand. Das soll ein kleines Update sein. Wo stehen wir? Was ist passiert im letzten Release und wo geht's hin? Aber ich versuche dann einfach auch nochmal den aktuell für die Leute, weil das jetzt die Mehrheit ist, die es noch gar nicht kennt, einfach mal so ein bisschen nochmal zu erklären, was wir überhaupt sind, was wir so machen. Genau, also ein bisschen länger, orgeln wir drauf rum, was ist Tine 2.0, dann gucken wir in die Neuigkeiten rein und dann gebe ich noch ein bisschen einen Ausblick, was wir vorhaben bis zum nächsten Community Release. Tine 2.0 von der Feature-Seite. Wir gucken uns am besten dann das auch mal zusammen an, damit ihr so ein bisschen Look and Feel habt. Kurz erklärt, erstmal ist es klassisch eine Groupware. Für die jetzt sitzen geblieben sind vom letzten Vortrag, die wissen, was Groupware ist im Wesentlichen. Es geht darum, gemeinsame Kalender zu haben in Organisationen, vielleicht auch über Organisationsgrenzen hinweg, Adressbücher zu haben, Aufgaben, E-Mail. Und eine Groupware kommt klassischerweise immer mit einem sehr intensiven Rechte- und Rollenmanagement daher. So eine Abgrenzung. Man hat auch manchmal andere Systeme, die dann auch noch einen Kalender und ein Adressbuch haben, die beispielsweise mehr aus dem CRM-Umfeld oder jetzt, was weiß ich, die neueren Sachen, die quasi so Cloud-Lösungen sind, die sich um Rechte und Rollen eher weniger Gedanken machen, weil die sagen, wir sind ja hier, wir haben uns alle lieb und sind eine Gruppe von Vertrieblern, die sich nur organisieren müssen. Und das ist eigentlich so klassisch, wo wir herkommen. Das sind die Organisationen, denen ist das immer wahnsinnig wichtig, dass man ganz genau einstellen kann, warum kann eigentlich wer was lesen, schreiben, ausführen, was auch immer. Also, und dass man sehr, sehr fein granuliert einfach da die Informationen und die Workflows steuern kann. Genau, Tine 2.0 ist nicht nur Groupware, obwohl Groupware schon ein ganz schönes Fund ist. Weil es auch darum geht, nicht nur, dass wir das benutzen können im Browser, es ist also, steht ja oben drüber, das ist die Web-App, der Client, die ganze Synchronisation, um mal vorzugreifen, Android, iOS, also die ganzen Mobilgeräte, die native Synchronisation und auch die Synchronisation auf die FAT-Clients, das ist so ein ganz schönes Fund, das machen wir auch alles. Aber darüber hinaus kommen wir noch mit weiteren Anwendungen. Wir haben so ein kleines CRM-Modul mit drin, haben eine Zeiterfassung mit drin, mit so ein bisschen Auswertungsfunktionen, eine Telefonie-Integration, können Asterisk-Server und alles Mögliche konfigurieren oder zu Zipgate. Dann gibt es, das sieht man auch gleich, ich habe jetzt einfach mal so eine Standard-Installation aus unserem Community-Git rausgemacht. Das sind, ich weiß nicht, sind 15 Applikationen oder sowas und es gibt ganz, ganz viele weitere Applikationen, gibt viel in der Community und auch viel in großen Installationen, wo man sagt, Mensch, unsere Nutzer melden sich jeden Morgen hier in diesem System an und das macht doch total Sinn, dass wir auch noch die und die und die Informationen oder den Workflow damit reinpacken. Weil oft, ganz normal im Enterprise könnte man sonst auch sagen, ja, wir haben ja hier ansonsten noch ein SAP oder wir haben hier noch unsere spezial alte Anwendung, die auf der AS400 läuft oder wo man mehr hinkommt. Und dann tut man sich wahnsinnig schwer, Oberflächen zu schaffen und die Informationen im Unternehmen zu verteilen. Und wenn man dann schon sowas wie Tine hat und wenn es so leicht ist, eigene Anwendungen mit zu integrieren, dann ist das dann ganz schnell, nachdem wir irgendwie die Core-Gruppe eingeführt haben, dass es dann weitergeht und man sagt, ja, jetzt komm, lass uns mal schnell hier ein bisschen Produktionsdaten visualisieren und wir möchten hier noch unser internes Bestellwesen einkippen oder was auch immer. Und das gehört eigentlich mit zum Konzept dazu, dass wir einerseits quasi Groupware und ein paar extra Module im Standard haben, aber dass wir auch immer ganz schnell dahin gehen, dann weiter zu modellieren und weiteres zu machen. Und so ein bisschen der Mitbewerb
wenn man den sich anguckt, ich habe das vorhin schon mal in der Kurzvorstellung gesagt, das sind sozusagen der Mitbewerb, die Aspekte, die wir so abdecken, das ist viel entweder Outlook Exchange, so ganz klassisch, wenn man gar nicht viel weitere Features braucht. Die es schon intensiver nutzen, die kommen dann aus der Notes-Domino-Welt, die kennen das. Rapid Application Development heißt das da, dass man sagt, ich habe zwar meinen Notes-Server und jetzt brauche ich noch alles Mögliche mehr. In der Microsoft-Welt wird das dann eher über ein SharePoint abgebildet. OwnCloud ist mittlerweile auch, diese Sync und Share ist sozusagen ja auch ganz prominent geworden, dass man sagt, die Mobile-Worker brauchen ihre Daten mit dabei und erst wenn die, also das, was mit Terminen schon lange geht, dass man auch sagt, ich möchte auch meine Dateien mit Sync und Share machen können. Und auch Citrix, da dieser Ansatz, der in vielen Organisationen wahnsinnig gut ankommt, zu sagen, wir wollen nicht verteilt die ganzen Applikationen auf vielen Desktops haben, sondern wir wollen einfach zentral unsere IT haben und wir wollen nur Clients haben. Das ist auch bei uns im Ansatz mit drin, eben weil wir einerseits eine Webanwendung sind, aber eine Webanwendung, die sehr, sehr schmal daherkommt, in dem Sinne, dass wenn man den Webclient, wenn der sich einmal im Browser geladen hat, dann werden nur noch Datentelegramme hin und her geschickt, sodass man auch über sehr, sehr schmale Bandbreiten, wie man das auch von Citrix kennt, dann seine ganzen Außendienstleute, die Leute, die unterwegs sind, anbinden kann. Genau, deswegen so, das ist so ein bisschen das Umfeld, in dem wir rumschrummern, wo auch unsere Kunden herkommen, die mit diesen Technologien entweder angefangen haben und jetzt was Neues wollen, konsequenter aufs Web setzen wollen, oder die das kennen, aber sagen, wir wollen was Neues einführen und wir suchen da irgendwas, was freie Software ist oder ein bisschen flexibler ist. So, jetzt zeige ich euch am besten mal ein bisschen was, damit die, die es noch nie gesehen haben, einfach mal ein kurzes Gefühl fürs Look and Feel kriegen. Da könnten wir uns natürlich Stunden in der Software beschäftigen, aber es geht einfach nur mal darum zu gucken. Also wir haben hier einen Browser. Und unsere Grunddesignentscheidung, die wir vor 8 Jahren getroffen haben, ist, wir wollen eine Webanwendung, weil wir das so geil finden, dass man keine Installation auf den Clients braucht, aber die soll sich so bedienen, wie eine normale Desktop-Anwendung sich bedient. Das heißt also hier in der Listenansicht, ich kann mehrfach Selektionen machen, ich habe die rechte Maustaste, ich habe Drag und Drop und alle diese Geschichten, die man so vom Fat-Client kennt, irgendwie auch die Dialoge. Es ist so eigentlich, wenn die Software eingeführt wird, dass man sehr schnell vergisst, dass es eine Webanwendung ist. Und es ist auch überhaupt gar nicht notwendig, dass es immer in einem Browser läuft. Es gibt oft aus Compliance-Gründen, dass gesagt wird, Mensch, hier, unsere Benutzer dürfen nicht in dem Browser businesskritische Daten machen. Dann sagen wir, das ist gar kein Problem. Wir installieren euch einfach den Sine 2.0-Icon auf dem Desktop. Das ist dann im Hintergrund ein Single-Site-Browser. Und die Benutzer merken überhaupt gar nicht mehr, dass da Webtechnologien im Hintergrund sind. Zumindest die, die technisch nicht so versiert sind, für die ist das einfach eine ganz normale Anwendung. Ich könnte sehr lange erzählen über die ganzen Benutzerinteraktionen, sehr intensives Filtern, die Rollen und so weiter. Das müssten, wenn euch das interessiert, guckt euch das am besten mal im Web an, spielt mit rum aus unserer Demo. Mir geht es heute nur darum, einfach mal kurz zu zeigen, einfach sozusagen dieses Ding, was man... Jetzt habe ich hier in der Vergangenheit was aktualisiert. Also, dass ich diese Software eigentlich so bedient, wie ich das aus einem ganz normalen Client kenne. Jetzt habe ich eine Terminüberschneidung gemacht. Wir können ja kurz mal gucken. Im Kalender sehe ich jetzt meine Termine. Ich kann ja mal gucken, was hat denn der Paul? Ups, falsch geschrieben. Der Paul noch für Termine. Jetzt sieht man hier, das ist diese klassische Outlook-Ansicht. Manche mögen die, dass sich das so nebeneinander darstellt. Ich mag die Ansicht überhaupt nicht, ich mache die mal aus. Ich mag völlig diese überlagerte Ansicht, die kennen Sie von Outlook jetzt nicht, die kennen Sie vielleicht aus anderen Programmen. Bei Mac würde man das ja auch so machen oder auch bei Thunderbird, dass man sie sich dann übereinander darstellen lässt. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Besprechung machen will mit dem Paul, suche ich mir einfach eine freie weiße Fläche aus. Und das können wir so beliebig weitertreiben. Wir können Ressourcen im System anlegen, sagen vielleicht, wir brauchen einen Besprechungsraum, wir brauchen einen Dienstwagen, können uns die Kalender überlagern. Terminbuchungen machen. Aber im Prinzip, ich will gar nicht so auf die Details raus. Man sieht schon, hier gibt es noch ein paar extra Knöpfe. Aber das Wesentliche ist, es ist eine sehr einfach zu bedienende Webanwendung und da legen wir größten Wert drauf, dass es einfach zu bedienen bleibt. Und man sieht auch über die vielen Releases, wir machen das jetzt schon, ich glaube, 8,5 Jahre lang, da ändert sich gar nicht mehr viel. Es gibt in der großen Detailtiefe und da ändern sich dann in diesen Core-Anwendungen nochmal Sachen. Aber so, dass das Gros, das steht einfach, hat sich jetzt in vielen, vielen Installationen bewährt, dass das einfach Spaß macht, dass es benutzt werden kann und so Organisationen auch wirklich ihr
tägliches Arbeiten, was das Collaboration Groupware betrifft, einfach nur im Browser machen und gar nicht mehr. Und das, da, aus der Welt komme ich. Ich habe früher eine andere webbasierte Groupware-Suite gemacht. Und da hatten wir das immer, dass man nach ein paar Wochen die ersten Benutzer gefragt haben, darf ich Outlook zurückhaben? Und das gehört der Vergangenheit an. So einfach mal für die, die es noch nicht gesehen haben. Ach so, das zeige ich vielleicht auch nochmal. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Module aus allen möglichen Bereichen. Immer dann, wenn Kunden uns erlauben, dass wir das, was wir für sie entwickeln, Open Source gehen lassen, dann ist das hier mit drin. Und von daher, die, die sich ein bisschen mehr beschäftigen, die, ja, genau, die kennen das wahrscheinlich, dass es wirklich eine ganze Reihe von Sachen gibt, die man zu den ganz normalen Groupware-Funktionen auch noch extra machen kann. Genau, dann so ein bisschen, was uns eigentlich sehr am Herzen liegt, ist, ich kenne das von früher so, da haben wir immer das programmiert, was der Kunde gerade wollte. Das machen wir prinzipiell immer noch, weil so überleben wir am Markt. Aber alles, was wir wirklich dann sagen, Mensch, das kommt in den Teil 2.0 Standard rein und so verstehen wir Kollaboration und wollen den weiterentwickeln, das muss unseren Prinzipien genügen. Wenn das nicht der Fall ist, dann entwickeln wir das für den Kunden und dann ist das nur für ihn eine benutzerspezifische Version, weil wir einfach ein paar Prinzipien haben, die uns so wichtig sind, dass wir sagen, die wollen wir eisern durchhalten und die können sich vielleicht über die Jahre langsam ändern, aber alles, was wir so machen, wird an diesen Prinzipien ausgerichtet. Und ich darf nicht aus dem Bild gehen. Eins der wesentlichen Prinzipien ist, dass wir das wahnsinnig ernst meinen, dass der Browser die Plattform der Zukunft ist. Natürlich hat man das hier und nach da, gibt es ein paar Unbelehrbare, die halt sagen, ich brauche aber unbedingt irgendwie eine normale Desktop-Anwendung. Es gibt auch ein paar Szenarien wie Mobile Worker, die viel unterwegs sind, die Offline-Funktionalität brauchen, wo man sagt, ja, das macht auch Sinn. Aber so für den reinen Office-Alltag glauben wir, dass derzeit schon der Browser das Mittel der Wahl ist. Viele, viele der großen Tech-Konzerne aus den USA machen uns das vor. Wir glauben das schon seit 8,5 Jahren und da halten wir auch stark dran fest, dass wir sagen, der Browser ist für Day-to-Day-Usage da. Unsere Software, unser Browser-Client muss so gut sein, dass er jeden Tag Spaß macht zu bedienen. Und deswegen auch Usability first. Wenn neue Sachen, wenn neue Interfaces kreiert werden, dann geht es immer zusammen mit einer externen Usability-Agentur von UserPrompt. Die sind auch bei Open Usability oder waren früher da sehr aktiv. Die beraten uns, die machen Usability-Tests zusammen mit uns, gehen zu den Kunden. Das sind teilweise sehr skurrile Situationen. Ich war vor kurzer Zeit in einem Usability-Test für einen Global-Konzern, dessen Vertriebsteam sich damit organisiert. Und das waren alles sehr verdiente Vertriebsmitarbeiter. Was verdient meint, heißt sozusagen kurz vor der Rente. Und das ist sehr interessant, wenn man dabei sein darf und dann sieht, wie verstehen die unsere Software und was erwarten die eigentlich. Und das ist genau das, was wir selbst nicht können. Wir sind dann als technische Begleiter dabei, dass falls die Software irgendwas nicht klappt, um da zu helfen. Und unsere Usability-Berater die kriegen raus, was erwartet der Benutzer eigentlich für die Aufgabe, die er hier gerade hat, um dann die Software nachher so zu gestalten, dass der Benutzer für seine Aufgabe die Software optimal nutzen kann. Und das ist für uns ein wesentliches Prinzip, dass wir sagen, man kann Features machen, wie man will, wenn das nicht benutzbar ist. Und wenn das nicht, ich nenne es mal, wenn das nicht die Masse der Nutzer nachher nutzt, weil es so benutzbar ist, dann können sie das System in die Tonne treten. Es bringt überhaupt gar nichts. Wenn das System nur von den, ich nenne es mal, oberen 10.000 stimmt nicht, sondern nur vom Top-Management nutzbar ist und die sagen, geil, und hier kriege ich meine Metriken raus und das brauche ich, aber das für die Leute, die die ganzen Daten eingeben, damit man nachher den Honig abschöpfen kann, von denen nicht benutzt wird, ist das System nutzlos. Und da richten wir uns daran aus, dass wir sagen einfach, was die Benutzbarkeit angeht, es muss für, ich nenne es mal, den kleinen Mitarbeiter, der Tag für Tag für arbeitet, dem müssen wir es so leicht wie möglich machen, im System zu arbeiten. Wenn nachher irgendjemand, der eine höhere oder eine Rolle hat, der davon abhängt oder der mehr Honig aus dem System rauszieht, dem können wir 3-4 Klicks mehr zumuten. Das ist völlig egal. Der hat eine hohe Eigenmotivation, das System zu bedienen. So what? Aber jemand anders, der sozusagen, wo wir von abhängen, dass der das Ding benutzt als Adressbuch, als Aufgabenmanager und auch den Kalender, für den müssen wir es so einfach wie möglich machen. Und das ist einfach ein Grundprinzip, Usability first. Und wenn das heißt, das Feature geht nicht oder das Feature wird hinter 3 Knöpfen versteckt, dann ist das halt so. Weil uns das aus der Vergangenheit, aus dem immer wieder zu hören,
in dem vorherigen Projekt, gib mir Outlook zurück. Das ist einfach so tief eingebrannt und uns im Prinzip. Das nächste ist, dass wir der Überzeugung sind, dass sich Software an die Gegebenheiten anpassen soll. Wir wollen sowohl das Business, wie sich das strukturiert von seinen Workflows, das soll das so machen, dass das Business Value gegeben ist, und wir wollen nicht hergehen und sagen, ja, wenn Sie unsere Software benutzen, dann müssen Sie das alles umstellen. Das halten wir für falsch, das gibt es immer wieder, dass man hört oder dass wir in Pitches drin sind, wo wir nachher dann den Zuschlag kriegen, weil gesagt wird, also die ganzen anderen Anbieter haben gesagt, wir müssen uns an die Software anpassen, und sie haben jedes Mal, wenn wir gesagt, wir wollen das so haben, haben wir immer gesagt, ja, können wir machen. Und das kommt da zumindest wahnsinnig gut an. Wir kommen auch als Firma Metabase aus dieser Individualsoftware-Schiene, und das ist auch im Prinzip in Time 2.0. Das Gleiche gilt für Infrastruktur. Wir kommen nicht als Appliance daher, als ein ISO-Image, was man installiert und wo es dann heißt, so muss das aufgesetzt sein, sondern wir unterstützen ein riesen Set von verschiedensten Mail-Servern, Directory-Servern, alles drumherum, Datenbanken und wahnsinnig viele Konfigurationen, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass sich unsere Software in die Infrastruktur eines bestehenden Unternehmens einpassen soll, dann optimal unterstützen soll und nicht, dass wir erstmal sagen, Mensch, wir müssen ein Migrationsprojekt machen und hier muss jetzt alles anders werden. Genau, stable und secure, das ist heutzutage hoffentlich Standard. Das war es nicht, als wir vor 8,5 Jahren angefangen haben. Da waren Leute, die Unit-Tests gemacht haben, noch eher die Exoten in dem Webbereich. Sollte auch Security-Tests, Audits und so weiter, sind immer noch nicht komplett Standard, aber das ist auch was, was uns sehr, sehr wichtig ist, am Herzen liegt. Freie Software, auch das, alles, was wir machen, ist frei. Wir glauben, komme was wolle, einfach an den Wert, dass die Prinzipien freier Software gewahrt werden, dass der Benutzer in der Lage ist, seine Software zu lesen und zu verstehen, dass er in der Lage ist, sie zu verändern, sie zu verbreiten. Und von daher, bei uns gibt es keine proprietären Add-ons. Es gibt zwar, das erkläre ich gleich nochmal, eine Business Edition, eine Community Edition, aber alles, auch in den Business Editions, ist alles freie Software, ist alles veröffentlicht, weil das einfach für uns ein Grundprinzip ist. Und wir das glauben, dass es auch jetzt über die Zeit, das, was wir in den letzten Jahren auch viel in den Medien gesehen haben, was passiert im Bereich Sicherheit, was im Bereich Privatsphäre passiert, wir glauben einfach, dass freie Software dann ein Grundpfeiler oder einer der ganz wenigen Möglichkeiten ist, um, und das ist vielleicht das direkt der nächste Punkt, um einfach Herr zu bleiben, sozusagen um digital unabhängig zu bleiben, um Herr über seine Daten zu bleiben. Und das ist das sieht man auch, wenn man Tiny installiert, da ist direkt ein Privacy-File mit dabei, wo genau erklärt ist, auch für Leute, die nicht so versiert sind, was passiert mit den Daten, wo sind die, welche Logdaten fallen an. Und so, dass wir sozusagen dieses typische Mashup und wir integrieren uns in alle möglichen Web-Services, das findet man bei uns nicht. Man findet unsere Firma nicht mehr auf WhatsApp oder Facebook, weil wir einfach so derartig vernarrt daran glauben, dass es falsch ist, dass wir da nicht mitmachen. Und deswegen findet man diesen ganzen Quatsch auch, wir finden es Quatsch, findet man das in unserer Software nicht. Weil wir, also ein Grundprinzip ist, meine Daten gehören mir, die gehen niemandem anderes das an. Es kann nicht sein, dass ich meine Daten verkaufe, um mich zu koordinieren, dass ich irgendwelche Konzerne brauche, wo ich gar nicht weiß, was die vorhaben, um meine Firma zu organisieren. Da werden Sie fast jeden in unserer Firma finden, dem sich die Nackenhaare aufstellen. Was vielleicht auch daher kommt, dass wir, ich glaube, mittlerweile seit 15 Jahren am Markt, viele große globale Brands ins Internet begleitet haben. Unter anderem ganz prominent Mondelez weltweit. Kann man nicht zu viel zu sagen, aber ich sage mal so viel, wir wissen, was unsere Kunden mit den Daten machen, die sie auf den Plattformen sammeln. Und das gibt sozusagen hat bei uns in der Unternehmenskultur ausgelöst, dass wir einfach so allergisch sind gegen alles, was bedeutet, die Herrschaft und seine Daten rauszugeben. Gut, ja, deswegen Time 2.0, Bedingung ist AGPL V3. AGPL ist Afero, das bedeutet im Netz sehr gut geeignet, nämlich nicht nur die Software, wenn sie weitergegeben wird, also nicht nur Distribution unterliegt sozusagen den Bedingungen, sondern auch die Nutzung. Das heißt also, wenn jetzt irgendwer hergeht und sagt, ey, ich nehme eure Software und ich biete die als Software as a Service an und passe die an, auch dann muss er sich an die Grundprinzipien freie Software halten. Das finden wir ganz toll. Gleichzeitig finden unsere Kunden ganz toll, dass wir wahnsinnig viel Wert auf ein sauberes Intellectual Property setzen. Das heißt, bevor wir irgendeine Bibliothek einsetzen, irgendeine Zeile Code von irgendwo nehmen,
wird geprüft, dürfen wir das überhaupt? Wem gehört die? Ist das Copyright geklärt? Nicht, dass man irgendwann, und das sind wir leider auch gebrannte Kinder von früher, dass irgendwann jemand aus dem Keller kommt und sagt, ich habe übrigens dann Intellectual Property auf die Software, die du einsetzt, und das macht er schon 10 Jahre. Mein Anwalt hat mal ausgerechnet, was das kostet. Das ist doof, das wollen wir nicht, deswegen legen wir größten Wert auf Intellectual Property, dass sie sauber ist. Wir haben jetzt seit 2-3 Jahren eine Community Edition und eine Business Edition, weil wir erkannt haben, dass es ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Ich möchte es mal so erklären, wenn jemand aus der Community einen Fehler findet in unserer Software, dann ist das meistens so, dass er sich freut und sagt, geil, ich habe einen Bug gefunden, ich kann dann reproduzieren, ich mache ein Ticket auf, vielleicht kann ich das Ding sogar lösen. Und er freut sich, dass er Teil der Community ist, dass er Teil des stetigen Verbesserungsprozesses ist. Oft auch so, dass jemand aus der Community, wenn wir ein neues Feature einführen, dass er sagt, geil, ein neues Feature, da habe ich schon ewig drauf gewartet, endlich ändert sich hier mal was, und glücklich ist. Wir haben festgestellt, dass das bei unseren Businesskunden ganz anders ist. Wenn die einen Bug finden, dann sind die meistens völlig entnervt und sind überhaupt gar nicht froh, wenn wir sagen, Mensch, die sind aber Teil der kontinuierlichen Verbesserung, toll, dass sie den Fehler gefunden haben, das kommt nicht gut an. Und wenn wir herkommen und sagen, Mensch, guck mal, wir haben ganz viele neue Features, die rollen wir jetzt aus, dann sind die meistens auch unglücklich und sagen, Mensch, wir haben gerade vor einem Monat eine große Schulungsserie gehabt, ihr könnt doch jetzt nicht die Software schon wieder ändern. Und von daher, das sind sehr unterschiedliche Bedürfnisse, und so haben wir uns dann entschieden zu sagen, wir glauben stark an freie Software, und deswegen bleibt auch die Business Edition freie Software. Aber es sind einfach unterschiedliche Anforderungen, und deswegen ist unsere Business Edition, das ist abgehangene Software, die mindestens ein Jahr stabil im Betrieb schon war, entweder bei Kunden, die in kundenspezifischen Versionen unterwegs sind, oder in der Community-Version. Wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt wirklich abgehangen genug, dann kommt es in die Business Edition rein, weil einfach diese Kunden, die wollen nicht ständig Änderungen haben und die wollen auch keine Bugs haben. Wie stehen wir eigentlich in der Zeit? Jetzt sehe ich gar keine Uhr. Ah, sehr gut. Haben wir ein bisschen. Genau, die wesentlichen Neuigkeiten, die in letzter Zeit passiert sind, ist die E-Mail-Verschlüsselung basierend auf Mailvelop. Da muss man vielleicht technisch ein bisschen ausholen, aber da wir ja auf dem Linux-Tag sind, darf man das vielleicht. Es gibt viele, die die E-Mail-Verschlüsselung auf dem Server implementieren, was bedeutet, dass auf dem Server die ganzen privaten Schlüssel liegen. Es gibt auch E-Mail, da kann man auch Appliances kaufen, die das machen, oder es gibt Software, die das implementiert. Da halten wir nichts von, weil wir als großer Hoster wissen, wie problematisch das ist, wenn man sehr attraktive Ziele in seinem Rechenzentrum stehen hat. Ein Server mit ganz vielen privaten Schlüsseln ist ein wahnsinnig attraktives Ziel. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht die privaten Schlüssel der Menschen oder der Benutzer. Wir glauben auch, dass das gegen das Prinzip ist. Und deswegen waren wir mehr als froh, als Mailvelop rausgekommen ist. Und das vielleicht kurz erklärt, das ist sozusagen ein Browser-Plugin, was nicht im DOM-Kontext des Browsers läuft, sondern im Plugin-Kontext. Und wo die ganze Verschlüsselung, Entschlüsselung geht quasi an der Web-Applikation vorbei. Das bedeutet, wir selbst haben weder Zugriff auf das Schlüsselmaterial noch auf die entschlüsselten Sachen. Das ist also sozusagen eine wirkliche, auch als Webanwendung, eine wirkliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und egal, wie Ihre Serversysteme gehackt sind, man hat keine Chance, auf das verschlüsselte Material und auf die Schlüssel zu kommen. Finden wir saugeil, findet ja auch die Telekom und Web.de saugeil. Deswegen haben die das auch stark finanziert. Und genau, da sind wir, ja, freuen wir uns, also grob gesagt. Wir haben in letzter Zeit sehr viel an den ganzen XDAV-Sachen gemacht, also CalDAV, CardDAV, WebDAV, so ein bisschen was dazugekommen ist. Neue Clients, die unterstützt werden. Wir haben sehr, sehr viel an der OSX-Implementation gemacht, weil wir auch nicht ganz unstolz drauf sind, dass die größte deutsche Apple-Installation, die es gibt, migriert hat vom Apple-Server auf den Tine 2.0-Server. Das ist auch mal eine Ansage, wenn man sagt, das Apple-Zeug, das ist uns nicht stabil genug, wir brauchen was Gescheites. Und auch natürlich, wir brauchen jemanden, den wir anrufen können, wenn es mal ein Problem geht. Und deswegen ist in letzter Zeit wahnsinnig viel auch an den Apple-Sync passiert. Seit gewisser Zeit, aber jetzt auch im letzten Release, haben wir ganz stark den OwnCloud-Sync verbessert, weil das immer zu Missverständnissen führt, mal kurz ausgeführt. Man kann den OwnCloud-Client verwenden und den mit dem Tine 2.0-Server verbinden. Man braucht also keinen OwnCloud- oder NextCloud-Server. Das gibt ganz verschiedene Gründe, die ich jetzt nicht vor laufender Kamera sagen möchte, warum man das so macht.
Aber was ganz cool ist, dass man sozusagen die Daten, die man im Dateimanager in Time 2.0 hat, mit all seinen Vorteilen, dass man die jetzt auch sozusagen mobile dabei haben kann. Man hat jetzt, wenn man synchronisiert, nicht nur seine Groupware-Daten dabei, sondern auch seine Dokumente. Sehr coole Geschichte. Und dann, das ist aber, glaube ich, hier für so einen kleinen einführenden Vortrag viel zu viel, hat es wahnsinnig viele Detailverbesserungen gegeben, die aber, und das ist ja auch eines der Grundprinzipien, wir verändern nicht unsere Major-Oberflächen, die bleiben sehr stabil, aber es gibt dann doch in der großen Tiefe, was weiß ich, die Farbgebung im Kalender, die dann nochmal angepasst wird oder irgendwo in der Historie von Datensätzen, wo was besser dargestellt wird und so weiter und so fort, sind dann aber meistens eher Sachen für Kenner, die sich dann noch ein bisschen mehr drüber freuen. Was haben wir? Ich habe noch mehr. So, unter der Haube passiert wahnsinnig viel. Technologisch, wir haben im letzten Release auf Webpack für Entwickler umgeschwenkt. Das ist eine Art und Weise, wie JavaScript und CSS ausgeliefert wird. Das ist Rocket Science. Wir können sämtliche Hüte, die man findet, muss man ziehen vor den Autoren von Webpack. Das bringt einige neue, sehr geile Features, die wir machen können für Entwickler und die für Integratoren sehr wichtig sind, die auch selbst Apps machen. HTML Canvas ist sehr interessant für Internetausdrucker, wenn sie das Problem haben, dass entweder dass sie selbst in Teilen Sachen ausdrucken müssen oder in den Apps, die sie dazu programmiert haben, dann haben wir jetzt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Das ist ein großer Befreiungsschlag. Postal.js, das ist auch so ein Entwicklerding, führt dazu, dass wir jetzt in der Applikation ein Messaging haben und das wird uns helfen, jetzt auch in den Migrationssachen, die anstehen. Das kommt hier unten auch nochmal, X-Window Communication. Wir haben immer, wenn wir über Webanwendungen reden und wenn wir Teilen integrieren in größere Infrastrukturen, dann ist es ja meistens so, man hat schon irgendein anderes System, auch eine Webanwendung. Vielleicht auch nicht eine Webanwendung, aber wenn es eine Webanwendung ist, dann hat man die und die soll mit Teilen 2.0 reden. Und jetzt fragt man sich, wie macht man das denn? Weil man hat, was weiß ich, man hat die Fenster nacheinander geöffnet, der Browser gibt überhaupt gar keine Möglichkeit her, dass die direkt miteinander reden. Und deswegen musste man bis jetzt immer über dem Server die Kommunikation machen. Das ist aber so ein bisschen aufwendig. Und jetzt mit dem neuesten Release können wir das direkt über den Client machen. Und das führt jetzt zu weit, die technischen Details auszuführen. Aber das ist einfach ein Benutzererlebnis, wenn man in seiner internen, was weiß ich, was das sein soll, zum Beispiel ein konkretes Beispiel, eine Patientenanwendung, dass man da den Mandant bearbeitet und quasi instantan auf dem zweiten Monitor in Teilen sich die Daten updaten, weil der Server nicht mehr gebraucht wird. Saugeile Geschichte und genau, also da kommt sicherlich jetzt auch in den nächsten Releases, wird es immer mehr in die Richtung gehen, dass wir noch viel mehr im Client auf diese Art und Weise lösen wollen. Genau, aber vielleicht nicht zu viel für die Entwickler, noch ein bisschen was für die Leute, die es betreiben. Ab jetzt ist PHP 5.5 required. Wir haben angefangen, Volltextsuche in ein paar Sachen einzubauen, haben auch, das stand vorher auf der anderen Folie, sowas eingeführt wie Pfade. Pfade sind für große hierarchische Organisationen eine saugeile Möglichkeit, Organisationsstrukturen darzustellen. Und das hat uns aber dazu gezwungen, dass wir nochmal echt ein bisschen die Requirements hochschrauben mussten, auch was die Datenbank angeht. Deswegen ab jetzt am besten wirklich mit MySQL 5.6 losgehen. Wir haben viel für die Konfiguration getan, dass man die besser verteilen kann, auch in Multi-Node-Setups da mehr Flexibilität hat. Für die Leute, die gern automatisieren, sind wir in die Richtung Ansible weitergegangen und auch viel haben wir fürs Logging getan, für zentrale Logging-Facilities und sowas. Genau, das sind so die Neuigkeiten für die Operators. Ja, wo geht's hin? Was haben wir vor? Das ist der grobe Ausblick, ob wir das wirklich bis März schaffen. Vermutlich nicht alles davon in großer Tiefe, aber es geht da jetzt schon mit los. Manches sieht man auch schon, sind die Vorbereitungen jetzt schon da, ist Rolling drin. Im Dateimanager gibt es lange gefordert, aber haben wir uns einfach schwer mitgetan, die Volltextsuche auch über die Dokumente hinweg. Es wird ein Document Preview geben für alle standardmäßigen Formate, auch sozusagen die Open Office, aber auch die Microsoft Office Geschichten, PDF und so weiter. Was auch Leute, die Anwendung mehr für Verbände nutzen und die keine interne Infrastruktur haben, immer wieder gefordert haben, ist, dass man mit den Sachen, also mit dem File Manager selbst in Time 2.0 mehr machen kann, auch wenn man nicht synchronisiert, auch wenn man WebDAV nicht im Einsatz hat. Das kommt jetzt
Und was wir auch sehr geil finden, man hat ja über Teilen 2.0 überall die Historie. Man kann immer sehen, wann hat wer einen Datensatz in welcher Weise geändert. Und das kommt jetzt auch in den File-Manager rein, dass wir dann auch sagen können, Mensch, das Microsoft-Dokument hat sich verändert, da sind 10 Zeilen hinzugekommen, 3 wurden gelöscht und für die, die es genau interessiert, wenn man die Versionierung im File-Manager angeschaltet hat, dann auch nochmal rausrechnen lassen kann, was hat sich denn genau geändert im Dokument. Also von daher, der große Fokus wird File-Manager sein, wir kriegen Chat, nicht ganz so modern, wie der Kollege das vermutlich mit WebRTC gezeigt hat, hat die Bewandtnis, dass eins unserer Prinzipien ist, wir wollen alle Major-Browsers unterstützen. Und da gehört auch der IE dazu und von daher wird es jetzt erstmal XMPP geben. Wir wissen, es gibt auch in XMPP die Bestrebung, dass man Videoconferencing macht, aber das ist noch sehr hakelig und von daher wird das wohl auf die Schnelle jetzt nicht kommen und wir hoffen mal, dass da auch der Weg weitergeht. Graphing, das hatte ich eben schon mal angedeutet, wir haben ja jetzt dieses neue Graphen-Feature und das wird jetzt auch mehr kommen, dass wir wieder mehr mit traditionell mit Charts und aber vor allen Dingen mit gerichteten Graphen machen, um große Organisationsstrukturen und Datenstrukturen darstellen zu können. Für die, die Teilen schon kennen, wir haben ja so ein interessantes Konzept von Listen, das man im Adressbuch findet. Das wird auch weiterentwickelt und stark verbessert, dass man auch so mit Teamstrukturen in Organisationen besser darstellen kann und modellieren kann. Modellieren, das sagen wir immer, es gibt ja ganz oft mehrere Wege, wie man was lösen kann. Also wenn jemand herkommt und sagt, Mensch, ich habe da ein Problem, wir haben irgendwie hier in der Organisation haben wir Standorte und die Standorte bestehen immer aus Mitarbeitern, dann sagt man, ja, ist klar, da machen wir doch einfach eine Gruppe draus und dann ist das die Gruppe vom Standort so und so. Andere organisieren sich wieder anders und sagen, nee, also unser Standort ist wirklich nur ein Standort und wer wo arbeitet, das ist auch manchmal ein bisschen anders und dann ist ein Standort in dem Fall vielleicht eine Adresse Entity, weil man sagt, man macht gar keinen Sinn, da eine Gruppe draus zu machen. Und diese Art, wie man jetzt die Datenstrukturen nutzt, das nennen wir immer Modellieren und das war bisher ein bisschen hakelig mit den Listen und das wird jetzt im nächsten Release dann auch noch weiter verbessert. Und was die Kalenderfreunde freut, was schon ewig gefordert ist, es gibt jetzt dann auch endlich den Timeline-View, dass wir also auch diese Würmchen von links nach rechts zeitstrahlmäßig die Termine darstellen können. Genau, das ist so ein bisschen der Ausblick, das haben wir vor und das ist eigentlich auch schon alles spezifiziert und in der Tüte. Von daher, das wird, wenn keine schlimmen Sachen passieren, geht es da munter weiter. Und wir haben auch so, es gab ja eine Zeit, wo auch die Update-Rate ein bisschen zurückgegangen ist. Aber ich glaube, wer Teilen verfolgt, hat gemerkt, die letzten 2 Jahre ist da wieder wirklich richtig Vollgas. Und wir freuen uns jetzt auch schon auf die Sachen, die kommen, dass da Attacke ist. Genau, so vielleicht zum Ausblick. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit am späten Nachmittag und wünsche ganz viel Spaß beim Würstchenessen.